Hunde bellen in 8-Bit oder wie? Prost! Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der dritte Spieler. Das ist Wasted, a post-apocalyptic pub crawler. Was auch immer das für ein Genre ist. Aber das Logo des Spiels erinnert so ein kleines bisschen an ein Plattencover von Twisted Sister, oder? Okay, wir springen einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber was soll schon schief gehen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist Let's Play irgendwas. Irgendwas ist in diesem Fall Wasted. Oh, wir haben schöne Cartoon-Zwischensequenzen. Oh, wir haben eine Zwischensequenz. Oh, wir sind in den 80ern. Wow. Und ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen zu reden, damit hoffentlich die Musik im Hintergrund nicht irgendwie getriggert wird. Und ihr lest jetzt am besten einfach die Untertitel. Und in der Hoffnung, dass jetzt nichts irgendwie Content-ID-mäßig triggert, dass da Werbung geschaltet wird, weil ich schalte ungerne Werbung auf Let's Play-Videos. Und das sieht aus wie eine Version von Worms, wie sie sich gegenseitig mit Superbananenbomben bewerfen. Ich schau mal, wie lange ich das dann durchhalten kann. Das ist eine sehr, sehr interessante Farbpalette. Wie viele Farben sind da? 16? Das sind nicht gerade sehr viele Farben. Warum tiltet der Bildschirm? Warum sind da die Scanlines? Was ist das überhaupt? Ist das ein Arcade-Automat? Lest einfach die Untertitel. Versucht nicht drauf zu hören, was ich hier gerade sage. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir jetzt langsam in das Spiel einsteigen können und schauen einfach mal, was abgeht. Ach, come on! Bodentextur for the win! Bodentexturen! So schöne Bodentexturen. Wenn ihr schönere Bodentexturen sehen wollt, müsstet ihr Rage spielen von id Software. Rage hat diese sogenannten Megatexturen. Wisst ihr, was Megatexturen in Rage bedeuten? Das ist ganz einfach. Stellt euch einfach mal an irgendeinem Punkt hin im Shooter Rage. So, und dann dreht ihr euch ein paar Mal um die eigene Achse und zwar relativ schnell per Mausbewegung. Megatexturen bedeutet nämlich, dass die Texturen dann wieder anfangen neu aufzuploppen, weil die dann aufgehört haben im Zwischenspeicher zu existieren. Und jetzt schauen wir einfach mal, was da gerade passiert. Da rennt gerade jemand auf dem Bildschirm. Was passiert da? Oh, da ist ein Arcade-Automat. Warum rennst du vorbei? Der Arcade-Automat will bespielt werden. Geh zurück an den Automaten. Tu es, tu es. Tu es, Mann mit hässlicher Frisur. Geh zum Automaten und spiel. Was ist das? Das ist eine Pizza mit Spritzen. Was hast du damit zu tun? Und das ist mal eine Brücke, die sehr, sehr hart verteidigt wird. Oh, okay. Ah, also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Zwischensequenzen ungefähr auf dem Level sind, wo ich sagen kann, dass es hier Metal Gear Solid Niveau ist, von der Länge der Zwischensequenzen, aber es geht langsam in die Richtung, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu sauer, wenn ich das Scheißding jetzt einfach überspringe und wir einfach versuchen, ins Spiel einzusteigen. Im Gegenzug werde ich nicht über die Story lästern. Okay, dieses Cell-Shading-Ding, so Wüste und so mit so Technikobjekte so mittendrin, so Pseudo-irgendwas, das hat schon einen starken Borderlands-Einschlag. Also, das kann man gar nicht verleugnen. Sie versuchen es noch nicht einmal zu leugnen. Ich meine, guckt euch das an. Ernsthaft. Was ist das hier? Ne, Character Name. Ich würde gerne den Namen ändern. Wie nennen wir? Fenris Spielzeug. Das klingt richtig. Gender. Ja. I am sure. Hauptsache, das Steuerkreuz funktioniert nicht. Ich muss tatsächlich für jeden kleinen Scheiß den Stick benutzen. Sehr interessante Auswahl an Hautfarben. Hairstyle. The Arthur. Shaved. Mohawk. Heavy Metal. Hawk, Devil's Horn. Wow. Come over. Oder wie ich es nenne, die Emo-Frisur. Burnout. Ja, das sieht ein bisschen sehr, sehr, sehr klassisch aus. Wir nehmen den Mohawk. Wait a minute. There, I did it.
Wenn ihr nicht wisst, wer Sascha Lobo ist, googelt ihn. Er schreibt sehr interessante Sachen auf, ich glaube, das war Spiegel Online. Ja, kommt hin. Vielleicht. Oder das. Nase. Ja. Ja. Decoration. The Stash. Done. Okay. New boys, ripping strands where we can see him. Hate to break it to you, but you've just wandered your way into becoming the new boy's first big score. Yeah, new boys, rip and shred. Nothing personal. Rip and shred. It's just how things work out here in the Western Wastes. You do know how things work in the Western Wastes, don't you? So rule of thumb around these parts is that you get wasted. Uh-huh. And we're tough. We're inexperienced, but we got the right tood. Tood. Even a virgin ding-a-ling has a chance of being a bona fide bone blaster the first bonafide. Can it, boneheads? Bottom line is, we new boys aren't afraid to turn you into another wasteland statistic. Unless... There's only one word to describe you, and I'm gonna spell it out for you. Nein, okay, wir wollen jetzt nicht Enzo und Cass gehen hier. I keep my items. Ernsthaft? Wait, that's it? This ain't hardly no. Well, the new boys. Heck, this butt munch ain't that. Well, this crap's good enough for old farm. We split it 50-50-50. Right, boss? Like rip and share, rip and share, rip and share. Kann der Typ noch was anderes sagen? Buffoon, we'll discuss it once we're in. As for you, waster, don't even think. Warum bobt die Kamera immer so auf und ab? Warum? Warum? Rip and shred, baby. Rip and shred. Rip and shred. Wir haben's kapiert. You been warned, waster. Get your stuff back from the new boys. Oh mein Gott. Okay. Verteidigen. Zuhauen. Falcon Punch. Schultertasten, nix, aber die Schultertrigger triggern. Entering the store, taking inside the cooler camera, and you cannot return outside without either drinking or dying. Interessant. Was will mir das Spiel damit sagen? There. No way that waster's getting this thing open. Turn around, dude. What the? How'd you get past the lock? I'm a magician. So was you're telling me. I think you locked yourself out. Crap. Boss ain't gonna be too happy about this. Tell you what, I'm gonna get this thing open and lock you out like the boss wanted. Just you sit tight and don't try anything fuck. Press to enter sneak mode. Press and sneak behind the stinky. Sneaky behind the stinky. Indicator hint from enemies. Okay. Also es ist basically Fallout meets Borderlands meets irgendwas. Haha! Kaplong. Und jetzt looten wir das Ding. Boah, das ist so dreist kopiert, ey. Aber irgendwie originell genug, sag ich mal. All items. Zack. Gut. Lock doors can be pried open by can openers. Dosenöffner. Ah ja, okay.
Oh. Okay, Dosenöffner. Use computer! Greetings, cooler mates. If I read this message, means you have been successfully thought out of cryogenic sleep, bla 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 bla. Aha. Will ich lesen? Case of a volcanic event. Aha. Magma is hot and should be handled with care. Avoid contact with skin, eyes or hair as burning may occur. Okay. Okay, ich geb's zu, die haben Humor. Lustigerweise habe ich jetzt dafür relativ wenig Zeit. Ah. Ich hatte jetzt irgendwie auf Loot gehofft, aber... Ich frag mich nur, welche Sachen man noch irgendwie beschädigen kann oder so. Don't move. I mean it. Don't move. Warum nicht? Tripping hazards. The boss was gonna use these tripping hazards to cover. Oh. Stay back. These things were like, please wait. Highlighting an item. Aha, okay. Go! Das hat ja gut funktioniert. Okay, das war das Tutorial. Base Damage. Ah, das sieht höher aus. Easy Breathers. Leg Armor. Raider Straps. Father's Rusty Pistol. Na gut. Und jetzt haben wir hier Gordon Freeman-Style, oder wie? Oh, den habe ich schon nicht gelootet. Oh, und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Na, klasse. Dann das weg. Und das weg. Okay. Weiter geht's. Western Waste used to be called California. Okay, also im Endeffekt streiten wir uns um Bier, habe ich das richtig verstanden? Oh, lootable containers. Na sowas. Oh.
finde die Musik gerade irgendwie ein bisschen. Naja, was soll's. Wow! Holy fuck! Ernsthaft? Okay, das hat mich jetzt gut erwischt. Okay. Bin noch erschreckend gut am... Its name is German for die Pistol, die Pistole. Eigentlich the Pistol. Wait, what? I don't even. Okay. Yellow Headband. Bla bla bla. Okay. It's time to shoot stuff. Rifle ammo. Langsam kann ich nicht mehr wirklich viel mit mir rumtragen. Use computer. In light of current events. Dear colleagues, in light of the somewhat tumultuous events that are currently unfolding, I've attached the latest issue of my video game newsletter to this message. Enjoy! Terry's Turbo Play. Gorillas 2, Mad Mad Monkeys. What is it? Ah, oh, God. Final score, 5 out of 5. Eureka! Ah, jetzt habe ich versehentlich... Ich habe vergessen, dass man hier nicht mit dem... Steuerkreuz navigieren kann. Great news, hoping that the nuclear apocalypse would wipe out the out of shape shut-in video game playing troglodytes. I think you've mistaken this Fallout shelter for your mother's basement, dear Terry. Dr. Gibson. Da mag wohl jemand keine Games. Spring auf Y. Ernsthaft? Wow. Also sobald ein Raum offen ist, werden sie alle aggro und rennen auf den Eingang zu, oder wie? Habe ich das... Wow! Hilfe! Fuck off, dude. Loot ammo box. Buckshot, tripping hazard. Noch jemand ohne Fahrschein? Some items in the game world can be picked up and thrown. Okay. Turn off projector. Oh, Schlagring.
God damn it. Aber das und so und so. Finde die Musik sehr beunruhigend. What? The Syndicate of Buzzkills is a highly organized group dedicated to eradicating boozers from the wasteland. You spend too much time exploring on any floor in the cooler, the SOB Purifier will find you and hunt you down. The music will change depending on your proximity to the SOB Purifier. A good rule of thumb is to stay far, far away from it. I don't like this. Ernsthaft? Darf ich? What? Ernsthaft? Welcome to the own zone. The what? While wandering the western wasteland, you stumble upon an abandoned town that seems previously known and lost in the lands of here. Call this place your home. Was zum Geier ist das? Leute, das ist so seltsam. Das sind nur leere Flaschen. Hey, mein eigenes Zimmer. Es ist Fallout meets Borderlands. Deposit. Ich habe kein TP. Ich habe kein Toilettenpapier. I got no TP. Sleep. Okay. Rested. Und jetzt kann ich wieder rausgehen und wieder was unsicher machen, oder wie? Habe ich das richtig verstanden? Drive car. Oh. Where do you want to go? Cooler CA1. Schätzt man, das war, wo ich eben schon drin war, oder? Ja. Okay, also keine Open-World-Erkundung, aber vielmehr nach Motto hier. Mach mal. Tu Dinge. Wow. Okay, jetzt habe ich sie ausgezogen, alles klar. Hätten wir das auch etabliert?
Okay, run and gun. Ich glaube, ich hab's kapiert. Okay, boom. Was haben wir hier? Pistol Ammo. Radar Cold Shoulder Shirt. Denim Masterpiece. Das klingt gut. Zwei Shoot. Damit. So. Goddammit. So, das darauf zum Heilen. Na. Poopin' Pills. Okay, so, ich wieder genug Munition. Nett drüber gesprochen zu haben. Junk Food. Ja, den habe ich schon ausgenommen. Wir können ordentlich was einstecken, die Jungs. Oh. Food Coma. Okay. Ernsthaft? Oh, come on. Okay, das Ding aber artet in Hetze aus, ey. Das ist, I don't know. Ich weiß nicht. Das braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen. Okay, und jedes Mal kriegen wir wahrscheinlich einen neuen Namen zugewiesen, weil man eigentlich ein neuer Charakter ist. Habe ich das so richtig verstanden? March Rubino, ja, okay. Sascha Lobo war der Erste, der gestorben ist. Also es ist quasi so ein Roguelite Dungeon Crawler, allerdings in Pubs und naja. Es ist ganz witzig gemacht. Es ist mal was anderes. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding auf Dauer warm werde, weil ich glaube, dazu müsste man tatsächlich zu sehr hetzen. Gerade dieses Quasi-Zeitlimit, was man dann in den Stages hat. Aber vielleicht gebe ich mir das in absehbarer Zeit nochmal. Ich weiß nicht. Also irgendwie, es hat was. Es hat so einen ganz bestimmten Charme. Ich kann es schwer erklären. Aber es ist kein schlechtes Spiel. Es ist halt kein sehr gutes Spiel, aber es ist kein schlechtes Spiel. Und es scheint noch mehr zu geben. Es gibt hier Crafting-Sachen und Zeug. Es ist basically Fallout meets Borderlands meets The Binding of Isaac meets Spelunky. Das ist das ultimative Crossover. So. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch für
dieses Video. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alexi Fenris. Das war Let's Play Irgendwas und Irgendwas war in diesem Fall Wasted. Und ein Time Waster, also Zeitverschwendung, ist das Spiel wahrscheinlich nicht. Ich möchte nur eine vorsichtige Empfehlung trotzdem aussprechen. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Aber es gibt sicherlich schlimmere Sachen, mit denen man seine Zeit verschwenden kann. Rauchen zum Beispiel. Bis dahin, macht's gut. Ciao.